Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Letzte Folge haben wir den Erdkristall, vorletzte Folge haben wir ihn errungen, sind dann hier wieder nach Schloss Troja zurück. Dort haben wir dann den Klerikerinnen berichtet, dass wir den Kristall wieder haben. Und Kane hat uns dann, keine Ahnung, ob es telepathisch war, gesagt, wir sollen dann auf unser Luftschiff gehen und dort den Handel vollziehen. Edward haben wir auch noch besucht letzte Folge. Der liegt wieder im Bett. Dem geht's immer noch nicht so gut. Und wir wollen jetzt auf unser Luftschiff gehen. Zumindest haben wir das vor. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Ich guck noch mal ganz kurz ins Inventar, ganz kurz rein. Ja, ich müsste noch ein bisschen was einkaufen. Das mache ich mal eben schnell. Dann nehme ich euch einfach mal ratzefatze mit. Wir gehen nochmal hier in den Itemladen und wir sollten auf jeden Fall uns ein paar Phönixfedern in Häkchen mitnehmen und unsere Tränke auf jeden Fall auch auf das Maximum erhöhen. Wenn ich sogar eventuell noch mal 99 dazu kaufen, wir haben ja genug Geld. Zelte nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal 10 mit. Und wenn ich schon hier bin, nehme ich auch gleich noch ein paar Gisal. So, das müsste aber dann reichen. Dann sortieren wir das schnell im Inventar. Zack. Sorten. So. Das sollte, glaube ich, reichen. Denn der nächste Dungeon, der jetzt auf uns wartet, der ist doch recht anspruchsvoll, möchte ich mal fast behaupten. Die Gegner sind sehr, sehr stark, die dort drin rumrennen. Aber dazu dann gleich. Wir betreten einmal unser Luftschiff. Und Kane empfängt uns mit einem Luftschiff der Rotschwingen, so wie es aussieht. Aha. Du Verräter! Zeig mir den Kristall. Hier. Wo ist Rosa? Im Turm von Sott. Folgt mir. Okay. Wo ist dieser Turm? In den Wolken? Ein Turm in den Wolken? Aha. Interessant. Kane! Zeig dich! Bleibt ruhig. Zuerst möchte Golbes ein Wort an euch richten. Golbes! Ach, da spricht er, der Penner. Gut gemacht, Cecil. Ihr habt meine Erwartungen übertroffen. Du Wicht! Zeig dich! Rosa befindet sich neben mir, auf der obersten Etage dieses Turms. Bringt mir den Kristall und wir werden den Handel vollziehen. Es wäre besser für dich, wenn du ihr nichts antust. Und für euch wäre es besser, wenn ihr euch beeilt, bevor sie stirbt. Nein! Eine dumme Sau! Ah, okay. Dann wollen wir uns mal auf den Weg zur Spitze machen. So, hier in diesem Turm, wie schon gesagt, sehr, sehr starke Gegner unterwegs und auch jede Menge neue Gegner. Ich mache mal kurz eine Zählung. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Gegner, davon ist einer ein Guardian. Ja, ja, jede Menge zu tun. Dann wollen wir mal schauen, ob wir auch alle zu Gesicht bekommen in meinem ersten Lauf. Kamen sie auch alle. Auch einer, der eigentlich als selten angepriesen wurde. Naja, schauen wir mal. Wird sich wahrscheinlich jetzt nicht so einfach ausgehen, so wie ich mein Glück kenne. Gut, wir fangen an. Wir sind im ersten Stock. Und keine Panik, falls ihr denkt, oh, ich komme hier nicht mehr raus und habe was vergessen. Wenn ihr zurückgeht auf dieses Feld, da links unten, wo es blinkt, dann landet wieder das Luftschiff. Könnt speichern, nochmal in die Stadt gehen, ausruhen und so weiter. Gut, wir fangen jetzt hier einfach mal an in dem Tower von Sott. Und gehen hier erstmal nach oben. Thank you.
haben ja auch schon zwei neue Gegner und auch schon einen, der etwas seltener ist. Ich mache mal kurz auf Pause, bevor ich sterbe und ich sehe, ich hätte vielleicht nochmal mich ausruhen sollen. Mai wahrscheinlich auch gleich nochmal nach diesem Kampf. Ja, fangen wir erstmal an. Wir haben hier den Gremlin ganz vorne in den beiden Reihen, der eigentlich als selten angepriesen wurde. War ja klar. Er hat 410 Lebenspunkte, keine Abilities, auch er droppt auch nichts Besonderes und es hat auch keine Schwächen. Wobei ich denke, dass er eventuell etwas feueraffin ist. Naja, schauen wir mal. Und im Hintergrund steht der Zentaur. Er ist äußerst stark im Angriff, hat 380 Lebenspunkte, keine Abilities. Er kann eine Cabin hinterlassen, ein etwas stärkeres oder ein Zelt, was etwas mehr Lebenspunkte generiert und ansonsten auch keine Schwächen. Na, dann wollen wir mal anfangen. Ich hoffe, hier überleben sie gleich alle noch. Wieder sehr unvorbereitet in diese Folge gestürmt quasi. Liegt daran, dass ich ein bisschen im Zeitdruck bin. Aber ich denke mal, ihr könnt es verknusen. Das mit Teller hätte jetzt nicht sein müssen, Angriff. Egal. Das sieht aber soweit erstmal ganz gut aus. So, zwei Gegner. Machen wir ein Häkchen hinter. Und dann werde ich doch echt noch mal kurz rausgehen und eine Runde pennen. Halt! War ja klar, ein Kampf vorm Teleporter. Der letzte Schritt mal wieder. Kennen wir ja irgendwoher. Das ist so typisch. Okay. Also, keine Panik, ihr könnt wieder landen. Wir gehen nochmal ganz schnell pennen. Hätten wir eben mal machen können. Auseinander. Gut. Tier und Gil, hasse. Lass mich schlafen. Gute Nacht. So. Alle bereit und los geht's zurück zum Turm. So. Die Folge könnte wahrscheinlich ein bisschen länger werden, da ja, wie gesagt, hier Unmengen an Gegnerhorden auf uns warten. Oder an neuen Gegnerhorden, wohl bemerkt. Und der Turm ist auch recht lang. Er hat, naja, 6 Stockwerke. Wir werden aber erstmal nur bis zum 5. gehen in dieser Folge. So, jetzt aber los geht's. Wir gehen nach Norden und dann in den Westen. Wenn wir dann dazu kommen. Und mein Gott, wir haben hier gleich 2 neue Gegner. Da drücke ich nochmal auf die Pause, bevor sie mich hier wieder umhauen. Wir haben einmal im Hintergrund das Carapace. In der anderen Version heißen sie, glaube ich, Adamantois. Wir wissen ja, Schildkröte, Aua gegen Eis. Also sie sind schwach gegen Eis. Wir können von ihr eventuell ein Mithril-Schild oder einen Mithril-Hammer bekommen nach dem Kampf. Ansonsten können sie eigentlich nichts Besonderes. Haben 700 Lebenspunkte. Und im Vordergrund steht der Eis-Lizard. Der hat 480 Lebenspunkte. Hat die Ability Stair, das heißt, oder Stone, uns in Stein zu verwandeln. Allerdings nicht sofort, sondern nach einer gewissen Zeit. Ich glaube, 3-4 Runden dauert das. Wir können von ihm die Eispfeile bekommen. Und außerdem schwach gegen Feuer. So. Dann wollen wir mal loslegen. Ist natürlich jetzt eine Combo hier, die ein bisschen blöd ist. Wir müssen am besten die Eislizards vorne weg machen, damit wir hinten dann noch einen schönen Eiszauber raushauen können vielleicht. Aber ich glaube, das sollte sich auch so ganz gut ausgehen. Wir nehmen einfach mal den Eiszauber, hauen einfach mal raus. Hoffen wir mal, dass der Lizard vorne zuerst stirbt. Ah, hat sich nicht ganz, ja doch, es riet sich aus. Young hat ja noch seine Feuerkrallen, oder beziehungsweise habe ich ihn die angezogen, da hier einige Gegner schwach gegen Feuer sind, außer diese beiden da hinten. Schwach gegen Eis. So, haben wir das auch. Gibt ganz gute Erfahrungspunkte. Und dieser Turm hier ist eigentlich ein ganz guter Garant fürs Leveln. Und auch mega wichtig, nach jedem Kampf unbedingt hochheilen, bevor ihr, ja, abkratzt. Das ist ganz wichtig. Hab ich eine Levelempfehlung abgeben? Weiß ich gar nicht. Schau mal ganz kurz. Ja, Paladin. Sissel ist Paladin 29. Habe ich hier den falschen Speicher geladen? Kann das sein? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Nee, doch, ich glaube, ich habe den richtigen Speicher geladen. Bin mir da jetzt nicht so 100% sicher. Auf jeden Fall solltet ihr hier mit Cecil in Level 28 sein. Ich bin hier 29, bald auf 30, hoffe ich mal wieder. Young mit Level 30 ist schon 4 Level drüber als empfohlen. Und Teller, naja, 24 auch schon meist drüber. Sid mit 28
Der ist noch ein bisschen niedrig, aber da kommen wir auch noch hoch. Ich denke, das reicht auf jeden Fall. Weiter geht's. Wir gehen in den Norden. Und haben hier auch einen sehr interessanten neuen Gegner. Genau, ich mache erstmal wieder Pause und dann erzähle ich noch mal was. Wir haben hier einmal zwei Puppets vorne im Hintergrund stehen. Die haben jeweils 256 Leben, haben keine Ability und hinterlassen nichts. Sind schwach gegen Feuer. Und dann im Hintergrund steht Marion, der 295 Lebenspunkte hat, die Ability Call. Das heißt, er ruft weitere Puppen vor sich in den Kampf. Und dieses Kampf, so wie er ist, ist ein richtig guter Level-Spot. Wie an Final 3, falls ihr euch erinnert. Immer die vorderen weghauen, bis ein neuer spawnt oder ein neuer gerufen wird. Und den dann wieder kaputt hauen. Und dann immer so weiter, bis ihr nicht mehr könnt oder keinen Bock mehr habt. Gibt jede Menge gute Erfahrungspunkte. Marion hinterlässt noch nach dem Kampf eventuell einen Kurstaff, einen Runenring, einen Silence-Stab, der sehr selten ist, und eine Grimore, was auch ein sehr seltener Gegenstand ist. Diese Grimore zaubert einen random Summon. Also wir beschwören einen, ja, eine zufällige Bestia in den Kampf. Das wird aber wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich sein, dass wir hier das bekommen, denn die Droprate liegt wieder bei 0,39%. Ist wieder sehr Wahnsinn. Und hier, Marion hat auch keine Schwächen. So, jetzt geht's aber los. Angriff. Entschuldigung, ich hab mich vertan. Marion hat 395 Lebenspunkte und nicht 295, wie man das vielleicht eben gesehen hat. So, jetzt aber. Und tschüss. So, in den Norden und dann in den Westen. Da haben wir eine Kiste. Was finden wir da? Flame. Wir finden hier das... Ich glaube, es ist eine Rüstung. Wenn ich täusche. Was haben wir denn? Ja, es ist eine Rüstung. Und ich möchte diese Rüstung auf jeden Fall... Ne, da war schon richtig Sit geben. Der ist ja auch noch ein bisschen schwächer. So, hat da ein bisschen mehr Verteidigung. Die Feuerarmor... hat eine gute magische Defense, ist gut gegen Feuer, jedoch schwach gegen Eis. Das heißt, wenn wir einen Eiszauber abkriegen, dann wird er schmerzhafter für uns. Aber da die Gegner hier meist feuerbasiert sind, ist das, glaube ich, ganz gut. Wir haben hier noch einen weiteren neuen Gegner. Erzähl erstmal was dazu. Wir sind hier schon wieder in der Back Attack. Das ist schon wieder mies egal. Wir haben hier das Eisbeast. Schlägt mit 520 Lebenspunkte zugute, hat die Ability, einen Schneesturm zu zaubern, was jetzt vielleicht nicht so ganz gut wäre für Sid, aber egal. Nach dem Kampf kann es Eispfeile hinterlassen und ansonsten schwach gegen Feuer. Machen wir mal hier uns, er greift auf jeden Fall an. Teller wird wahrscheinlich ins Gras beißen jetzt. Wenn wir Pech haben. Reihe ändern, lange. Ja. Sissy schmeißt sich vor Teller ganze zweimal, um ihn zu schützen. Wir haben ja genug Phoenix-Federn eingekauft, oder Live, wie es hier heißt. Um auch, wenn Teller mal stirbt, andere Leute aufzuwecken. Da er so wenig Leben hat, ist das ja eigentlich nur eine Last, dieser Typ hier. Aber er wird gegen Ende noch sehr, sehr nützlich sein. Nehme ich einfach mal mit in die Heilung hier rein. So. Teller sollte vielleicht nicht als Main Healer dastehen jetzt zwischen den Kämpfen, sondern eher Cecil. Den Grund erfahren wir, wenn denn mal so der Gegner kommt, den ich erwarte. So. Den ersten Stock haben wir soweit abgegrast, einschätzen war ja nicht sonderlich viel. Einer. Gehen wir weiter in den zweiten. So, hier gibt es wieder eine besondere Kiste. Erstmal den Weg finden. Genau, da geht's lang. Und da geht's lang. Und da geht's hoch. Keine Zwischenkämpfe. Ist ja Wahnsinn. Vor dieser Kiste unbedingt nochmal hochheilen.
Ja. Unbedingt hochheilen. Ich nehme euch nun mal wieder mit. So. Denn uns erwartet ein recht starker Gegner, der eigentlich auch erst später erscheint. So. Gut, würde ich sagen, legen wir los. Wir öffnen diese Truhe. Monster! Und dahinter wartet der Flame Dog, heißt er. Wir sehen schon, er macht einen sehr, sehr krassen Feuerzauber. Er hat 1121 Lebenspunkte, die Ability Scorch, oder wie er sie ihm zieht, ich habe es eben nicht gesehen. Wir erhalten nach dem Kampf eventuell noch von ihm Feuerpfeile und ansonsten Bomben in dreifacher Ausführung, also stärker werdende Bomben. Natürlich ist er schwach gegen Eis, das wollen wir auf jeden Fall nutzen. Mal gucken, wie wir hier so durchkommen. Ich werde mit Young einfach mal einen Power ziehen, vielleicht kommt das ja noch vorher durch. Jetzt greifen wir an. Und sollten mit Teller noch ein Eis-2-Zauber durchbringen. Ich glaube, das sollte ausreichen. Und das reicht auch schon so aus. Sehr gut. Yeah, wir bekommen das Flammenschwert. Danke. So, das Flammenschwert. Sehr, sehr geiler Gegenstand. Wohl bemerkt, den rüsten wir auch sofort aus. Für Sassy. Und dieses Schwert hat den Zauber Feuer 2 mit drauf bei jedem Angriff. Das heißt, wir greifen an und machen gleichzeitig ein Feuer 2 Zauber in einer Attacke. Das heißt, mega viel Schaden. Und ich heile mich nochmal eben. So, nochmal ein paar High Potions getrunken. Und dann wollen wir dann im nächsten Kampf mal gucken, wieso unser Schwert funktioniert. So, da habe ich eben das falsche Schwert ausgerüstet, habe es gar nicht mitgekriegt. Habe es dann im Kampf nochmal ausgerüstet. Es hat ganz gut Schaden gemacht. Aber wir sehen es ja eh, denke ich mal, gleich nochmal. Wir sind hier im dritten Stock. Und dann gehen wir erstmal in Gen Osten. Dort oben im Norden ist der Ausgang, man kann ihn schon sehen. Wir müssen aber hier durch das Gewirr an Gängen durch. Etwas nervig, ich weiß. Ah, der Gegner Marion, der hat übrigens noch den Zauber Tod, wie ich das gerade sehen musste. So, und ihr solltet auch auf jeden Fall nicht scheuen, hier Aether zu verwenden, wenn die MP auslaufen. Sonst könnt ihr euch nicht direkt heilen und immer nur eine Potion zu schlucken, das dauert Jahre. So, vierter Stock. Der Speicherpunkt ist erstmal in rettender Nähe, das ist ganz gut. Da gehen wir auch zuerst mal hin. Treffen wir vorher noch auf neue Gegner? Bin mir da jetzt nicht sicher, ich glaube, die heißen irgendwie anders hier in dieser Version. Naja, gut. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass dies hier der neue Gegner ist, den ich erwartet habe. Und zwar, naja, hört er auf den Namen Slime. Im Internet steht er unter Bavarius oder so drin. Er hat ja keine Abilities und er hinterlässt auch nichts am Kampf, ist schwach gegen voller Feuer. Allerdings hat er eine sehr, sehr hohe Defense, die wir nur mit dem Feuerzauber durchbrechen können. Selbst die Feuerkrallen bringen nichts. Wir zaubern einfach mal Feuer 2 mit Teller. Und ich hätte mir vielleicht nochmal ausprobieren können, ob wir mit Sassy nicht Feuerschaden machen bei den Gegnern. Naja, jetzt ist Teller dran. Vielleicht werde ich das dann in einem weiteren Kampf nochmal erleben. Ich mache jetzt einfach mal einen Haken. Falls das nicht der Gegner war, dann wird das natürlich noch anderweitig nachgereicht. Mein Gott, sprich die Worte zu Ende. Wir gehen weiter in den Osten. Die Treppe oben, die lassen wir erstmal aus Acht. Gehen hier durch diese Tür. Kommen in das fünfte Stockwerk schon. Und treffen auf gleich auf zwei neue Gegner. Ich mache mal wieder auf Pause. Dann erzähle ich noch was dazu. Wir haben einmal im Hintergrund die Witch, die ein bisschen, ja, nervig sein kann. Sie hat 350 Lebenspunkte und die Abilities Hast auf ihre Komparsen zu zaubern, Slow und Mute auf unsere Komparsen zu zaubern. Jedoch keine Schwächen, aber sie hat keine Schwächen. Hinterlässt nach dem Kampf eventuell ein Silver Armlet oder einen Stab. Das kennen wir ja alle schon, diese Gegenstände. Und wir haben dann im Vordergrund noch das Epi Girl. Diese haben 420 Lebenspunkte, deren Ability Konter, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Zumindest steht es so im Internet. Wir bekommen von ihnen eventuell einen Cabin, ein etwas besseres Zelt und sonst keine Schwächen. Und ich würde fast sagen, ich glaube, nee, ein Gegner fehlt noch.
der hier noch erscheint. Wir machen erstmal die platt. Kurz vorm Speicherpunkt. Jetzt nichts falsch machen. Ja, ist schön, ne? Mal confused. Dann greifen wir erstmal die anderen an. Und wir sehen, das Schwert macht eine ganz schicke Animation, wie ich finde. Ja, töte dich mal selbst. Dann gehen wir auf die Witch. Die auch ziemlich schnell down ist. Sehr fein. Okay. Dann nochmal eben hochheilen. So. Und dann haben wir hier den rettenden Hafen erreicht. Hier können wir speichern und ein Zelt benutzen. Das machen wir auch auf jeden Fall. Und dann wollen wir auf jeden Fall nochmal ein paar geile Waffen holen. Gehen dazu nochmal zurück. Treffen hier auch auf unseren letzten Gegner. Der dort heißt Swordman. Da kann ich nebenbei was erzählen für. Der Swordman hat 360 Lebenspunkte. Die Ability Suction oder wie sie heißt. Ich habe nicht so richtig die Idee, was das sein soll. Vielleicht sehen wir es eventuell noch. Können von ihm ein Cave-In bekommen. Nach dem Kampf. Und er ist schwach gegen Heilig und Feuer. Sehen. Und das war's dann auch schon. Endlich alle Gegner beisammen. Alle haben ein Häkchen. Und ich hoffe, dass dieser Slime dann auch wirklich der war, für den er sich ausgegeben hat. Ansonsten wäre ich ziemlich böse, dass ich hier einen vergessen habe. Heilen. Ist ja auch jetzt schon langsam so weit, dass die Zelte die MP nicht mehr komplett voll heilen. Was ein bisschen doof ist, aber ich denke mal, das reicht auf jeden Fall. Wir haben 120 MP für ein Zelt bekommen und die HP voll. Also, was willst du denn her? So, wir gehen erstmal hier nach rechts. So, erstmal die kurzen Wege ablaufen. So, hier öffnen wir eine Kiste mit einem Wizard. Das ist eine Robe. Die rüsten wir gleich mal aus für Teller. Jeder Magier kann diese Weste tragen. Gibt uns ein bisschen mehr Magieabwehr und ein bisschen mehr Abwehr. Sollte erstmal reichen. Unsere Verhältnisse. Dann gehen wir zurück. Und in die mittlere Tür. Wenn ich sie denn treffe. Jawohl. Und wir finden hier einen Gaia. Das ist der Hammer für Sid. If I had a hammer. Den rüsten wir natürlich gleich aus. Dieser Hammer hat natürlich auch eine Besonderheit. Und zwar können wir ihn während des Kampfes sowieso benutzen. Aber wir können ihn auch als Item benutzen im Kampf. Denk mal, ich werde gleich nochmal einen Kampf herzeigen, wo ich das dann auch herzeige. Das ist er auch schon. Dann machen wir das gleich mal. Oh ja, das passt sich ganz gut, diese Slime. Slimy, oh verdammt, ich wollte nicht parieren. Egal. Das mit Sissel nochmal ausprobieren, ob das funktioniert hätte mit dem Schwert. Ob er auch Schaden nimmt. Macht nix. Wir machen das mit Sid. Nehmen hier das Item genau oben. Wählen Gaia an. Und dieser Hammer zaubert quasi ein Erdbeben, der auch mächtig viel Schaden macht. Vor allen Dingen bei diesen Gegnern sehr gut. Machen wir sie gleich alle mit einem Streich weg. Haben keine MP ausgegeben. Somit können wir die dann auch schon mal sparen fürs Heilen. Bekommen wir noch einige Level. Danke, danke, danke. Und je besser unsere Ausrüstung wird, desto gehen dann auch hier die Kämpfe vorüber. Und ich werde auf jeden Fall, denke ich, noch mal eine Runde leveln hier. Das ist ein ganz guter Spot, wie ich finde. Wir öffnen hier eine Kiste mit Höllenkrallen. Das ist natürlich was für Young. Und diese Höllenkrallen. Ah, nehmen wir denn mal. Wir nehmen hier die Feuerkrallen einfach mal weg. Die machen ja genauso viel Schaden. Wir haben einen Punkt, bekommen wir mehr eine Angriffskraft. Dann mal gucken, ob sich das was auswirkt, wenn ich hier die Kralle. Nein. Bleibt gleich. Ich behalte aber trotzdem die Fairy und die Hellclaw zusammen, denn die beiden. Ja, die Fairy verursacht ja Verwirrung und die Hellclaws verursachen Gift. Dann machen wir gleich eventuell zwei Negativzustände. Dann auf einen Gegner auf, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja, und dann haben wir noch eine einzige Kiste, die übrig bleibt, und die ist hier unten. So, wieder zwei Schritte hintereinander und jeweils ein Kampf. Das ist ja super, ist das. Ha ja, und das ewige Heilen nach jedem Kampf. Es wird irgendwann zur Tortur. So, wir finden hier noch Flame. Sehr schön. Flame ist ein Schild für Cecil. Das nehmen wir gleich in die Hand. Dieses Schild ist ähnlich wie die Flammenrüstung.
Ja, genau, wie die Flammenrüstung. Wir... Moment, lass kurz gucken. Ja, es ändert sich nichts im Abwehrwert. Jedoch haben wir, wenn wir dieses Schild anhaben, eine höhere Abwehr gegen Eis und eine schwächere gegen Feuer. Was eigentlich ganz logisch ist, ne? Feuerschwert in der... Schild in der Hand. Aua, Feuer. Das ist klar, man verbrennt sich am Schild. Gut, wir gehen wieder zurück zum Speicherpunkt. Denn wir haben hier drin jetzt erstmal alles erledigt. Gott sei Dank. Also zumindest erstmal das, was wir hier alles einsammeln können. Erledigt und sämtliche Monster gefarmt. Und diese zwei Kämpfe hintereinander gehen wir auf den Sack. Mal so erwähnt haben. Der Rettenhafen erst in greifbarer Nähe, wollte ich sagen. Natürlich noch ein Kampffeuer. Okay, wir benutzen hier gleich ein Zelt oder eine Kabine, speichern auf jeden Fall. Und dann soll es das erstmal wieder für diese Folge gewesen sein. Wir haben hier jede Menge neue Gegner erfahren, die hier rumlaufen und gute Ausrüstungen eingesammelt. Und dann schauen wir mal, wie wir in der nächsten Folge dann gegen Golbis bestehen können. Und schauen wir mal, ob wir Rosa aus den Fängen seiner Klauen befreien können. Ja, das alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dich wieder begrüßen zu dürfen in der nächsten Folge von Final Fantasy 4. Wenn es dir gefällt, Daumen nach oben, ansonsten Daumen nach unten. Und dann hoffentlich sehen wir uns wieder in der nächsten Folge.